Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Mirage. Wir sind zurück und müssen uns... Fancy Outfit. Wir sind zurück und begeben uns heute wieder Richtung einem der Bruderschaftshäuser für die nächste Story wichtige Mission. Nachdem wir in der letzten Folge unter anderem die, ich nenne es mal, kleine Questreihe mit Alibaba erledigt haben, beziehungsweise mit seiner Tochter. Was? Dafür werden sie sterben, jeder Einzelne. Es wird endlich Zeit, dass wir kämpfen! Dein Zorn ist verständlich, doch einen Krieg kannst du nicht gewinnen. Basim, gut, wir brauchen dich. Söldner haben einige Aufständische verhaftet und auf dem Platz hingerichtet. Und dein Rafik will, dass ich mich verstecke, während die Jagd auf meine Männer machen. Wir sollten wenigstens die Toten ihren Familien übergeben. Hast du immer noch Angst, gegen diese Teufel zu kämpfen? Ich habe nur Angst, dass wir wie sie werden. Da muss noch mehr dahinter stecken. Der Kalif würde nie einen Krieg riskieren. Das ist das Werk des Ordens. Dann finde ich die Verantwortlichen und hacke sie in kleine Stücke. Der Orden wird dich zuerst finden. Wahrscheinlich suchen sie bereits nach dir und Beshi. Ihr seid ihnen wohl bekannt. Basim hingegen... Ali, ich finde die Schuldigen und töte sie alle. Du hast mein Wort. Das ist die Lösung. Basim erledigt das. Und wenn die Schuldigen tot sind, wirst du die Lorbeeren ernten. Nun gut. Jeder muss wissen, dass ich es war. Ich kehre nach Jar Jaraya zurück. Aber ich werde nicht lange warten. Wir treffen uns am Tor, Basim. Okay. Und ich sorge dafür, dass die Leichen zu ihren Familien kommen, um sie zu bestatten. Das hätte auch schief gehen können. Du glaubst, das ist das Werk des Ordens? Ja. Wie du weißt, kontrollieren türkische Söldner Asharkia. Diese bezahlt der Kalif, der wiederum vom Orden gesteuert wird. Meinen Spitzeln zufolge gehört mindestens einer der Söldner-Hauptleute zu ihnen. Sag mir wer, und ich finde ihn. Wir müssen vorsichtig sein. Asharkia steht auf Messerschneide. Die Aufständischen sind bewaffnet und werden immer mehr. Sie können jederzeit angreifen. Ein falscher Schritt könnte hier zu einem Krieg führen, der sogar aller Mut bedroht. Wie lautet dein Rat, Fulad? Geh mit Ali nach Jar Jaraya und hör dich um. Irgendjemand dort muss etwas wissen. Und Basim, spute dich. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Bruderschaftshaus erledigt und ja, der Jäger spricht mit Ali am Tor. Wir wollen nochmal das Tor plündern und dann Ali ist am Tor der Adventur, alles klar. Ja, dann auf dem Weg. Nach Ali, der nicht Ali Baba ist, wie wir mittlerweile festgestellt haben. Ich dachte wirklich, als ich das erste Mal gesehen habe, das ist Ali, ne? Also Ali Baba in dem Fall. Oh, Ali wartet am Tor auf mich, mit mir nach Jar Jaraya zu reisen. Eine sehr schöne Parcoursstrecke diesmal. Me like it. Und das war eine sehr schöne Parcoursführung. Und da ist er ja, der Ali. Ja, da bin ich ja. Guten Tag. Ali,
Bereit? Wir müssen los. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Wir müssen nach Jar Jaraya aufbrechen. Entfern dich nicht so weit von mir. Du hast aber eigentlich, mein Freund. Ihr Verborgenen seid seltsam. Ihr gebt mir Waffen, die ich nicht benutzen soll, und überlasst mir die Ehre für eure Siege. Krieg wäre schlecht für alle. Vor allem für dich. Da sprechen deine Meister aus dir. Stört es dich nicht, dass die, denen du gehorchst, auch die Regeln erschufen, die Gehorsam von dir verlangen? Sie beherrschen mich nicht. Ich bin frei. Ich kämpfe, damit andere auch so frei sein können. Alles, was du tust, dient den Verborgenen. Eine komische Vorstellung von Freiheit. Die Verborgenen sind meine Familie. Das ist kein Widerspruch. Wenn du es sagst. Einst lebte ich auf der Straße und war nur mir Rechenschaft schuldig. Doch ich war nicht frei. Und nun, da andere dir sagen, wer du bist, bist du freier? Das kannst du nicht verstehen. Ich verstehe es besser als du. Also ganz ehrlich, das verstehe ich, wär ich ja nicht mal. Aber trotzdem scheint es zu funktionieren. Schneller. Aha. Ali, da bist du ja. Allah sei gepriesen. Ali, ich weiß, dass du uns rächen wirst. Wenn du wahrhaft frei bist, wieso kämpfst du dann innerlich? Wie meinst du das? Ich kämpfe nicht mit mir. Ich sehe, dass deine Gedanken deinen Gefühlen widersprechen. Du wirst nie die Wahrheit finden, wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist. Niemand vermag zu sehen, was ein anderer denkt. Die meisten nicht. Doch sieh mich an. Ich gehorche niemandem. Niemand herrscht über mich. Ich bin frei. Ich weiß... Ich will mich umsehen, bevor Beshi mit den Leichen in Jar Jaraya eintrifft. Das wäre klug. Die Leute hier sind bereits verärgert. Nach den Bestattungen wird es noch schlimmer sein. In der Nähe ist ein Teehaus, Teetrinker tratschen. Vielleicht bekommst du damit, wer Jagd auf unsere Leute macht. Und was tust du? Ich habe meine eigenen Nachforschungen anzustellen. Komm hierher zurück, wenn du etwas erfährst. Gut. Gäste des Teehauses könnten Informationen haben. Ja, aber ich will erstmal ganz kurz diese Gegend hier mal. Schon gehört? Einer der Sänger bei der großen Auktion wurde kaltblütig erworben. Tja. Willkommen. Es gab eine Zeit, in der wir in Jar Jaraya waren. Mal ganz kurz hier den Turm erklimmen. Bin ich irgendwo? Ach, da. Einmal hier rüber. Hoch. Nochmal hoch. Ah ja. So. Sind. Ach, Synchronie sind es doch höher. Okay. Okay, Bastian will sich ja nicht. Jetzt, okay. Dann von hier aus. Synchronisieren. Wichtige Ort entdeckt. So, da ist ein Darwins Schatz, da ist eine. Los, ich. Pass mal auf, ich mache hier eh schon das Ding. Ich bin jetzt der. Ach, hier unten ist auch noch ein großes Gebiet, okay. Ein Rätsel, Artefakt, Scherbe. Nehmen wir alles mit. Aber zählt das hier schon? Okay, das fehlt noch zur Wildnis, alles klar. Hm.
Alle, ja. Alle, die dazu in der Lage sind, ihre Kinder in der angemessenen Glaubensausübung zu Das muss das Teehaus sein, von dem Ali sprach. Gut. Hier brauche ich noch nicht gucken. Ja, Saidi. Ich bitte tausendfach um Verzeihung. Am Unterricht, ne? Gesandtsklaven verschwinden. Aber Versager wie du bleiben. Nein, schweig. Hol mir einfach meinen Tee. Ah. Ah ja. So, das Rätsel haben wir schon mal. Das Teehaus lassen wir noch mal ganz kurz links liegen. Hallo, Großer. Gut, das haben wir auch. Hier bloß noch eine kleine Scherbe. Diese Person sieht verdächtig aus. Das sehe ich mir mal an. Was? Ja. Ich kann dich nur leben lassen, theoretisch. Dank dieser Scherbe werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften können. So. Lass doch irgendwas. Da sind die Aufgaben nach vor. Stimmt, irgendwo war noch hier ein von diesen. Ah, hier. Ein historischer Punkt. Den wollte ich natürlich auch noch mitnehmen. Ist ja aber wichtig, ne? Ja. Nichts kann mich aufhalten. Außer diese kleine Mauer. Wenn wir da oben waren. Naja. Ja, hier ist das Ding. Ja. Die Seidenstraße. Wir kennen die Schillerstraße. Bisschen Parallelverkehr. Hallo. Ich habe mitgehört, dass Sklaven verschwunden sind. Was? Wer bist du? Du wagst es, mich anzusprechen? Ja. Geh weg! Ja, hier, Münze. Vielleicht kann eine Münze dich umstimmen. Du wagst es? Was glaubst du? Moment. Wo hast du die her? Na gut, aber beeil dich. Du sprachst von Sansch-Sklaven, die vermisst werden. Ich weiß nicht, was es dich angeht, aber... Ja, ein Fremder, einer von diesen Aufständischen, hat die Sklaven aufgewiegelt. Nachdem er mit ihnen gesprochen hatte, verschwanden sie. Zweifellos war er ein Kumpan dieses Unruhestifters, Ali ibn Muhammad. Mehr weiß ich nicht. Nun geh, bevor jemand Wichtiges sieht, wie ich mit jemandem wie dir rede. Ah. So, und da drin ist irgendwas. Ich weiß nicht, da drin ist, sondern da unten irgendwo, ne? Arbeitet und was bekommt man? Nichts. Flucht des Sklaven. Ich behandle sie gut, ich bezahle sie gut, ich ernähre sie. Und dann verschwinden sie und die Arbeit... Du lebst noch. Vielleicht redet der, wenn ich ihn ausnüchtern kann. Gleich bist du wieder nüchtern. Schmeiß ihn ins Wasser, Will. Genug, es geht mir besser. Ein Teehaus ist ein gefährlicher Ort, um zu trinken. Ich hätte dich verhaften können. Ich hatte einfach viel Ärger in letzter Zeit. Du sagtest, ein paar deiner Sklaven werden vermisst. Hm. Sagte ich das? Ich erinnere mich nicht. Sie werden nicht vermisst. Sie sind verschwunden. Menschen verschwinden nicht einfach. Die schon. Letzte Nacht kamen zwei nicht von den Feldern zurück. Niemand hat etwas gesehen. Einfach verschwunden. Puff. Uff. Also dachtest du betrinkst dich in einem Teehaus? Jo. Naja, ja. Oh, mein Kopf. Erzähl bitte niemandem davon. Ich muss nach Hause und schlafen. Ja, mach das mal. Hey, hier drüben. Hierher. Unbekannter Fall.
aber kein neuer Auftrag jetzt, ne? Du willst etwas von mir? Nicht hier. Hier sind zu viele Ohren, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, ja, Sadie. Unsere besonderen Tees werden hinten gelagert. Hier lang. Vorsicht, Stufe. Folge mir. Ganz unauffällig. Okay. Gut, die Luft ist rein. Tja, wir scheinen allein zu sein. Was wolltest du also? Entschuldige das Theater, aber man weiß schließlich nie, wer zusieht. Und diese Heimlichtuerei ist auch ziemlich aufregend. Mhm. Ich sah deine rote Schärpe und hörte dich von vermissten Sklaven reden. Es ist noch einer verschwunden, von einem Gehöft in der Nähe. Woher weißt du das? Ich bin ein Freund der Familie. Der Mann war einer derer, die hingerichtet wurden. Und jetzt ist auch noch der Sohn verschwunden. Seine Mutter ist ganz außer sich vor Sorge. Ich dachte, du könntest dir vielleicht helfen. Sag mir, wo dieses Gehöft ist. Ein Stück westlich von hier. Sklaven sind eher misstrauisch, aber wenn du irgendwas für sie tun kannst, schulde ich dir einen riesigen Gefallen. Ich sollte zu Ali zurückkehren und ihm Bericht erstatten. Gehöft der Witwe. Aber warum kriege ich jetzt gerade so viele Nachforschungen, Aufträge? Jetzt wieder Aufgaben. Da bin ich gerade. Ich bin immer mehr Sklaven, Hinweis nicht gefunden. Der Sohn einer Sandwich wird vermisst. Einer Sandwich. Ein Sandwich wird vermisst. Na gut. Der Inventar, Verkleidung. Verkleidung als König der Diebe, Eingeweihten, König der Persia Verkleidung. Ah, das sind die Dinger dazu gekommen. Cool. Ansonsten natürlich noch das Rätsel und da gut Sammelobjekte, das ist kein Rätsel. Da muss aber noch was. Ach, da die Scherbe, ja klar. Fertigkeiten. 3 Punkte habe ich. Ich wollte doch eigentlich hier drüben weitermachen, ne? Kettenattentat, genau, dass ich ein Messer werfen kann. Sehr gut, und Codex. Ja. Hier. So, erledigt. Gut, ab nach Ali. Töten will ich jetzt erstmal keinen. Ali. Prinz Ali. Ja, keine Ahnung. Ach, in diesem Häuschen wurde Ali. Du willst nicht reden. Wir sollten das nicht tun. Es bringt uns nur noch mehr Ärger ein. Mehr Ärger als Hinrichtungen? Die haben unsere Brüder abgeschlachtet. Verstehst du das nicht? Ali, was wird das? Das entspricht nicht unserer Abmachung. Ich tue, was getan werden muss. Ich brauche keine Erlaubnis. Hast du etwas herausgefunden? Sklaven scheinen aus ganz Jajaraya zu verschwinden. Einer von einem nahen Gehöft. Ich gehe dorthin und sehe, was ich herausfinde. Gut. Unser Freund hier verbrachte den Morgen am Hafen und traf jemanden, von dem wir glauben, dass er ein Spitzel des Kalifen ist. Du könntest diesen Spitzel finden und ihm folgen, sehen, wo das hinführt. Beshi und ich lockern so lange die Zunge unseres Freundes. Das ist ein Fehler, Ali. Wir werden sehen. Ich könnte den Spitzel suchen und der Witwe helfen, ihren verlorenen Sohn zu finden. Ja, mal abgeschlossen. Die Frage ist, wohin jetzt? Ne? Oh, das ist aber auch nervig, der. Alle paar Sekunden. Schrei, schrei, schrei. Ja, wir verfolgen meine Spitzel. Er kann tagsüber um den Hafen von. Ja. Das ist der Hafen. Der Spitzel muss hier irgendwo sein. Keine Notizen heute. Ich sollte gehen. Es ist fast Zeit. Zeit wofür, frage ich. Hilf dein Schöpfer! Nicht gut genug. Morgen also. Und dann darf ich mich nicht sehen lassen. Ja, gut. Ich hätte es einfach getötet und das wär's.
Hoppala. Gut, dann... Ja, das ist natürlich ein bisschen nervig. Das Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Ist das wieder da? Gut, dann werde ich mal ganz kurz meditieren. Ist hier irgendwo eine Bank bei Ali, wo ich mich setzen kann? Weil ich habe ja gelernt, damals Meditation sorgt dafür, dass man Zeit vorspulen kann. Aber erstmal ganz kurz die Checkbriefe abreißen. Wo ist denn der Checkbrief? Ist doch hier irgendwo. Ach ja. Schlecht getroffen. So. Wieder da? Kann ich jetzt auf vorne anfangen? Nö. Boah, was nervt hier so? Das ist ein schönes Vogelzwitschern. Gibt es hier keine Bänke in der Welt? Hallo, ich möchte schon bloß hinsitzen. Irgendwo eine Bank. Sonst sehe ich zigtausend Bänke und denke immer was Neues und untersuchen. Und jetzt wie keine gefühlt. Kurz ein bisschen. Da, untertauchen. Und meditieren. So. Er kann nur tagsüber gefunden werden. Deswegen gute Nacht. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Let's go. Hey, zurück. Nee, ich komme nicht zurück. Ich bin ein freier Mann. Das sollte stimmen. Führe mich. Zeig mir, wohin ich gehen muss. So. Einmal kurz. Hoppala. Markern. Und dann hinterher. Behalte das Ziel im Blick und verliere ihn nicht aus den Augen. Das nenne ich mal Verfolgungsmissionen. Nicht über die Fläche gehen. Und jetzt bleib da, wo ich dich sehen kann, ja? Das ist ein Sperrgebiet hier, das Ding, okay. Ach, die hat da Hühner. Ja, aber was hat die denn an? Ah, jetzt ist hier eine Bank. Cool. Naja, immer langsam hinterher. Wie versteckt. Versteckt ist gut. Wo führst du mich hin? Aha. Was hast du für mich? Außer dem Sklavenjungen, von dem ich dir schon erzählt habe, schnüffelt noch jemand in Jajaraya herum und stellt Fragen. Ist es der, den wir schon gemeldet haben? Dieser Unruhestifter Beshi? Es ist ein anderer. Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Was soll das denn? Ich habe Briefe für den Anführer und du vergeudest meine Zeit. Komm zurück, wenn du einen Namen hast.
Ja, ich glaube, ich bin gleich da und ich nehme mich hier vor. Ich stiehle die Soldaten. Kann ich die bestellen, ohne zu töten? Also ohne, dass ich den da... So viel zum Versteck bleiben. Warte, bis es ganz gut geklappt. Die beiden haben Informationen für jemanden namens Doğan bin Arslan gesammelt. Ich muss diesen Doğan finden und vorher noch den verlorenen Sohn nach Hause schicken. Vielleicht hängt das zusammen. Der Sieger der Aufständigen. Doğan bin Arslan. Fall abgeschlossen, Hakenspitzel. Vermerk eines Soldaten. Hinweis entdeckt. Tja. Sehr schön. Leite mich im Kido. So, hier ist ein Schlüssel. Okay, geht doch gerne mit, ehrlich. Wenn hier ein Schlüssel rumliegt, will ich ihn haben. Schlüssel, Schlüssel, Schlassel. Oben? Der Schlüssel hier oben. Guten Tag, Holger. Weise mir den Weg. Da drin ist der Schlüssel. Und hier ist mein Eingang. Warte mal. So. Guten Tag. Hohenschlüssel, Lagerhütte in Java Dingsbums Langs. So. Ich Merkrempel einsammeln. Sündet ist voll. Großes Glück, doch ich lag den ganzen Winter im Bett. Ah. Tür aufschließen. Toll. So. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die ganze Sache hier erstmal. Der nächste Fall ist wie der Vater, so der Sohn. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde einfach sagen, wir bleiben jetzt hier am Stall stehen und gucken in der nächsten Folge weiter. Danke mich fürs dabei sein, fürs Zuschauen und bis dann und ciao.